Hallo meine Lieben, Steffi hier. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Video sprechen wir mal darüber, ob du noch eine Chance bekommst. Und wie da meine Erfahrungen sind, das teile ich heute mit euch in diesem Video. Für alle von euch, die neu sind auf diesem Kanal, hallo, mein Name ist Steffi Kessler. Ich bin ehemalige Bindungsängstlerin und heute Beziehungscoach und Expertin auf dem Gebiet der Bindungsangst. Und dabei helfe ich erfolgsorientierten Machern dabei, weniger Stress und mehr Liebe mit dem bindungsängstlichen Partner zu kreieren. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere sehr, sehr gerne meinen Kanal. Auf dem Kanal findest du alles, was du wissen musst darüber, wie die Beziehung zu einem bindungsängstlichen Menschen funktionieren kann. Meine Lieben, in diesem Video teile ich mit euch meine Erfahrungen, wenn es darum geht, ob es nochmal eine Chance geben wird für euch. Ob ihr nochmal die Chance bekommt, mit eurem bindungsängstlichen Herzensmenschen, beispielsweise nach der Trennung oder nach dem Rückzug, nach dem Kontaktabbruch, wieder eine Beziehung aufbauen zu können. Wenn ich eins gelernt habe in meiner Arbeit als Beziehungscoach und Bindungsangstexperte, und ich mache das Ganze mittlerweile, ich glaube, 8, 9 Jahre, dann ist es das, dass ihr eine neue Chance bekommen werdet. Da bin ich mir zu 95% sehr, sehr sicher. Also wenn du da draußen gerade in der Situation bist, dass sich dein bindungsängstlicher Herzensmensch von dir getrennt hat, der Kontakt ist abgebrochen, du hörst nichts mehr, der hat dich blockiert, der meldet sich nicht mehr, reagiert nicht mehr, ihr hattet vielleicht ein Streitgespräch oder seid auseinandergegangen oder, dann lass mich dir an der Stelle sagen, diese Geschichte ist zu 95% nicht vorbei an der Stelle, wo du gerade stehst. Das heißt, die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate, jederzeit kann der Anruf, die Nachricht, die Kontaktaufnahme, das Lebenszeichen kommen und damit solltest du auch rechnen. In meiner Welt ist es wirklich so, dass das alte Sprichwort zutrifft, dass wenn der Schüler bereit ist, sich der Lehrer oder der Meister zeigt. Genauso erlebe ich das auch im Coaching. Ich kann jetzt natürlich nur für meine Coaching-Kunden sprechen. Ihr müsst euch vorstellen, die kommen dann in den Prozess rein mit dem Ziel, dass diese Beziehung wieder funktioniert oder dass die Beziehung überhaupt eine Chance bekommt, eine neue Chance bekommt. Und dann fangen die erstmal wie die fleißigen Ameisen an, an sich zu arbeiten. Das ist primär natürlich das, was an der Stelle dann wichtig ist. Und wenn der andere gerade von der Bildfläche verschwunden ist, dann ist es ja manchmal auch das Einzige, an dem man arbeiten könnte. Und im Laufe dieses Prozesses kommen natürlich die entsprechenden Aha-Momente. Ein neues Verständnis entsteht darüber, wie diese Beziehung funktionieren kann und was es möglich machen könnte, dass die Beziehung mit dem Herzensmenschen eben klappt. Und sukzessive, nach und nach, erlebe ich dann eben an der Stelle immer wieder, wie gesagt, vorausgesetzt, die Coaching-Kunden arbeiten mit sich, vorausgesetzt, die gehen ihren Weg, vorausgesetzt, sie setzen ihre Tools um, vorausgesetzt, die üben natürlich auch. Und an der Stelle kommt immer der Moment, wo sich der Meister zeigt. Ein großes Mantra bei uns im Coaching ist auch, ich wünsche mir, das mit diesem Menschen zu lernen. Und schon in dem Moment, wo wir uns mit solch einem Gedanken auseinandersetzen und wirklich reinspüren und uns fragen, und das, dazu lade ich dich jetzt gerade an der Stelle ein, wirklich einmal die Augen zu schließen, und dich zu fragen, ob du dir wünschst, das mit diesem Menschen lernen zu dürfen, also mit deinem bindungsängstlichen Herzensmenschen lernen zu dürfen, wie Beziehung funktioniert. Das war ganz am Anfang meiner Beziehung mein Motto. Und ich kann nicht sagen, dass eine Woche vergeht, ohne dass ich etwas Neues über Beziehung lernen kann. Hier in meiner Beziehung bin ich die Bindungsängstlerin oder war ich die Bindungsängstlerin und musste ganz, ganz, ganz viel Neues dazulernen. Und mein Mann natürlich genauso, damit diese Beziehung überhaupt möglich wird. Das heißt, in dem Moment, wo du so ein Motto, so ein Mantra für dich etablierst und so einen Wunsch rausschickst, bist du der Schüler, der bereit ist. Und immer wenn der Schüler bereit ist, zeigt sich der Meister. Das kann natürlich an erster Stelle dein bindungsängstlicher Herzensmensch sein. Das kann aber auch erstmal ein Platzhalter sein. Das wird aber ganz sicher jemand sein, mit dem du nochmal die ein oder andere ganz wichtige Lektion für dich lernen darfst, verstehen darfst, verändern kannst. Und das ist die große Chance. Das ist, wenn ihr mich fragt, die Art und Weise, wie Evolution passiert. Das ist die Art und Weise, wie wir wachsen oder lernen können in der Schule des Lebens. Falls dir das da draußen jetzt gerade zu esoterisch sein sollte, kein Ding, gibt jetzt nochmal 4 Gründe dafür mit, warum sich dein bindungsängstlicher Herzensmenschen auf jeden Fall bei dir melden wird. Warum es, und da bin ich fest von überzeugt, eine zweite Chance für euch geben wird. Punkt 1.
Ganz oft passiert so eine Trennung, ein Kontaktabbruch, du wirst blockiert. Das passiert aus dem Affekt heraus. Also bindungsängstliche Menschen sind sehr emotional, meistens auch hochsensibel. Ich habe dazu auch schon Videos hier auf YouTube gemacht, wo es um Hochsensibilität geht. Und das sind dann eben Menschen, die ganz feine Antennen haben für zu viel Druck, zu viel Stress, zu viel Enge, zu wenig Freiheit und so weiter. Und dann bekommen die Angst. Dann bekommen die wie so eine Panik, wie so ein bisschen Platzangst. Und dieses Gefühl lässt erst nach, für die allermeisten, wenn sie aus der Verbindung rausgehen. Reflektiertere Kandidatinnen und Kandidaten, die können die Verbindung halten, die ziehen sich dann zurück, die können das vielleicht auch artikulieren. Das wäre schon ein großer Schritt. Aber für die allermeisten, die da ganz normale Menschen jetzt vielleicht nicht besonders reflektiert sind, was dieses Thema angeht, das kann durchaus sein, dass das ganz tolle, ganz erfolgreiche, super reflektierte Menschen sind in ihrem normalen Leben, in ihrem Arbeitsleben vielleicht auch. Aber was das Beziehungsleben angeht und was diese Bindungsangst-Thematik angeht, erlebe ich ganz oft, dass Bindungsängstler da wirklich eher so den Kopf in den Sand stecken. Und ehrlich gesagt wäre das auch meine Tendenz gewesen, wenn ich nicht gemusst hätte. Wenn mich das Leben nicht gezwungen hätte. Von daher passiert so eine Trennung nicht aus dem langsam entstehenden Gefühl und dem Verständnis darüber, dass der Partner jetzt nicht passt, also dass es mit dir nicht passt beispielsweise, oder dass die Beziehung nicht funktioniert oder dass man ganz unterschiedliche Interessen hat. Nein, ganz im Gegenteil. Oft gibt es da eine ganz große emotionale Verbindung und das ist oft was, was meine Coaching-Kunden auch beschreiben, was sie spüren. Die spüren, da gibt es eine ganz besondere Verbindung und das spürt der bindungsängstliche Partner auch, weil er ist ja zumindest sehr, sehr oft hochsensibel. Und was dann aber kommt, ist so eine emotionale Ladung und die ist oft am Anfang sehr positiv, alles schön rosarot, ihr plant schon, ich weiß nicht was zusammen. Und genauso schnell, wie es dann manchmal hochgeht, kippt es dann auch eben genau in die andere Richtung wieder, nämlich nach unten. Und dieser negative Rückzug und dieses negative Kippen bedeutet dann ganz oft Kontaktsperre, Rückzug, Trennung. Genau, aber keine überlegte Aktion. Das ist keine geplante Aktion. Wie gesagt, das ist impulsiv. Und was dann passiert, wenn der Druck raus ist, weil die Trennung ist dann ausgesprochen oder ist dann blockiert, dann bauen sich diese ganz negativen Emotionen, die bauen sich im Körper erst ab. Das dauert ein bisschen. Das kann Wochen dauern, das kann Monate dauern, je nachdem, wie viel Stress dein bindungsängstlicher Herzensmensch hat, ob der an den Themen irgendwie arbeitet, ob der irgendwie einen Weg hat, mit diesen Emotionen umzugehen und die zu verarbeiten oder ob der nur verdrängt und sich ablenkt oder. Da gibt es unterschiedliche Szenarien, aber früher oder später lösen sich diese negativen Emotionen ein Stück weit in Luft auf, ich will es mal so formulieren, und dann kommt oft wie so eine Reflexion, dann kommt oft wie so eine Einsicht, dann kommt auch oft der Schmerz, dann kommt der Moment, wo klar ist, ah, das war impulsiv, das war Kamikaze, das war keine gute Idee, das war ein Fehler. Zweiter Punkt, die allermeisten Bindungsängstler, die wünschen sich eine feste Beziehung. Du musst dir vorstellen, das sind hochsensible Menschen, die viel Verbindung spüren, die spüren andere Menschen und die haben aber oft in ihrer Kindheit oder in ihrer Vergangenheit nicht die sichere Verbindung erleben dürfen, die gerade so eine Menschen eigentlich ganz unbedingt brauchen, um sich sicher zu fühlen. Und sind dann aus dieser Not heraus in den Rückzug gegangen, obwohl sie so offen sind, obwohl sie alles spüren, obwohl sie so in Verbindung sind und diese Verbindung ein gutes Stück weit auch genießen und brauchen. Das heißt, die Bindungsängstler sind eigentlich Verbindungstiere, ich würde es mal so nennen, aber aufgrund der Strategie, die sie irgendwann unbewusst gewählt haben, nämlich der Flucht, zum Alleinsein gezwungen. Das gibt natürlich Momente, wo man als hochsensibler, introvertierter vielleicht, Bindungsängstler in den Rückzug geht, um zu reflektieren, um zu analysieren, um aufzutanken, um wieder bei sich zu landen. Das ist ganz klar, das ist logisch, aber das ist für die allermeisten nur schön, wenn das eine Wahl ist, wenn es da eine Wahl gibt. Also wenn man sich entscheiden kann, gehe ich in die Verbindung, gehe ich runter ins Wohnzimmer und quatsch mit allen anderen oder will ich lieber in meinem Zimmer bleiben alleine. Wenn es diese Wahl nicht gibt, dann kriegt das oft eine ganz enge Komponente, dann kriegt das oft eine sehr traurige, eine sehr einsame Komponente, was auch wieder nicht das ist, was sich der Bindungsängstler ganz oft wünscht.
Das heißt, du hast da eigentlich jemanden, der für Verbindung steht, der in Verbindung ist, der das stark spürt und der aber immer wieder an der einen oder anderen Stelle aus dieser Verbindung rausrennt. Das kann einen nicht glücklich machen. Das heißt, du hast da niemanden vor dir, der sagt, wow, ja, Single sein ist das Allertollste und ich will alleine sein für den Rest meines Lebens. Sagt er vielleicht, aber du wirst wahrscheinlich schon entdeckt haben, wenn du da so ein Exemplar hast, dass das, was er sagt und das, wie er sich fühlt, wenn er in der Verbindung ist oder das, was dann kommt, wenn er in der Verbindung ist, sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also das passt nicht so ganz zusammen. Wenn dem so wäre, dann wärt ihr wahrscheinlich auch nicht zusammen, dann hättet ihr euch nicht gefunden, dann hättet ihr euch nicht kennengelernt und so weiter. Das heißt, hier gibt es ein Mismatch. Hier stimmt was nicht, da passt was nicht. Und immer wenn was nicht stimmt, dann sind wir Menschen früher oder später eingeladen, das zu korrigieren. Und das ist dann oft bei den Bindungsängstlern der Moment, in dem diese negativen Emotionen abgeflacht sind und in dem er wirklich reflektieren kann. Das ist oft ein Moment, wo ganz viel Freiheit da ist, wo der andere keinen Druck macht, keinen Stress macht. Wo du vielleicht schon über alle Berge bist und den nächsten datest und dir geht's total gut, dann spürt der andere, hey, Moment mal, da will ich, dich will ich zurück. Der dritte Grund, warum sich dein bindungsängstlicher Herzensmensch zu 95% wieder bei dir melden wird, ist, dass du ein ganz besonderer Partner bist. Ich kann jetzt natürlich nur von der kleinen, feinen Auswahl meiner Coaching-Kunden sprechen und übertrage das jetzt auf alle von euch da draußen, die meine Videos gucken, beziehungsweise kann das auch ein Stück weit ableiten aus der tollen Facebook-Gruppe und den Menschen, die ich da in der Facebook-Gruppe habe und mit denen ich schreibe und von denen ich die Beiträge lese. Falls du noch nicht in unserer Facebook-Gruppe bist, das ist eine Gruppe für erfolgsorientierte Macher, die mit ihrem Herzensmenschen, mit ihrem Bindungsängstlichen weniger Stress und mehr Liebe kreieren wollen, dann findest du unten in der Infobox auch den Link. Und ich würde mich gleich freuen, dich in der Facebook-Gruppe begrüßen zu dürfen, wenn dieses Video hier vorbei ist. Das heißt, von der Vielzahl der Menschen, mit denen ich schreibe, in Kontakt bin, die ich coache, mit denen ich arbeite, kann ich sagen, das sind ganz tolle Partner. Natürlich, ne, ich zeichne das Bild jetzt sehr einseitig, ein bisschen rosarot. Ist nicht so, dass wir da nicht im Coaching auch was zum Arbeiten hätten. Aber vom Grunde her bist du wahrscheinlich jemand, der deutlich spürt, wie es dem anderen geht. Wahrscheinlich bist du jemand, der sich sehr gut auf den anderen einstellen kann. Wahrscheinlich bist du jemand, der sich gut anpassen kann. Sehr wahrscheinlich bist du jemand, der vielleicht schon die Gedanken des anderen erraten kann, ohne dass er die überhaupt aussprechen muss. Du bist ganz, ganz, ganz sicher jemand, der viel in Bewegung setzt, wenn er was will. Vor allem, wenn er diesen Menschen mag, wenn er die Beziehung mag. Garantiert lässt du alles stehen und liegen, wenn es deinen Freunden nicht gut geht, wenn es deiner Familie nicht gut geht. Also du bist ein guter Mensch, der im Zweifel 180% gibt für jemand anderes. Und das ist eine Fähigkeit, das ist eine Eigenschaft, das ist ein gutes Stück weit einfach was ganz, ganz, ganz Besonderes. Natürlich kann es kippen. Natürlich kann es ins Extrem gehen. Natürlich kannst du dich dabei verlieren. Natürlich kann es sein, dass du dann zu den Ja sagst, wo du eigentlich Nein sagen müsstest. Da würde ich an der Stelle nicht drüber reden wollen, obwohl ich das natürlich auf dem Schirm habe, weil genau das sind dann auch die Themen, die wir im Coaching feinjustieren müssen. Aber erstmal per se, primär, erstmal für dein Umfeld, für deinen bindungsängstlichen Herzensmenschen, sind das natürlich wunderbar tolle Eigenschaften, zu denen man gerne zurück will. Also nicht jeder Partner ist so, nicht jeder Freund ist so, weil einfach nicht jeder Mensch da draußen so ist wie du. Nicht jeder lässt sich so ein, nicht jeder passt sich so sehr an, nicht jeder macht es dem anderen so angenehm und leicht. Und das können auch Schwächen werden, natürlich, aber das ist auf der anderen Seite natürlich auch was, wo du durchaus auch jemand mit angeln kannst, wo ein bindungsängstlicher Herzensmensch sich sehr geliebt fühlen kann, wo der sich wirklich zu Hause fühlen kann und wirklich, ja, wie soll ich das sagen, das Gefühl von Geborgenheit und Verbindung bekommt, was er sich vielleicht eigentlich sehnt, aber nicht kreieren kann, selber nicht kreieren kann. In seiner Welt, in seinem Kosmos. Deshalb unterschätzt deine Qualitäten da als Partner bitte nicht. Und unterschätzt auch nicht, wie hoch die Sogwirkungen sind auf einen Bindungsängstler, einfach weil du bist, wie du bist. Mit all dem, was du in diese Beziehung investierst oder mit all dem, was du bereit bist, auch in die Beziehung zu investieren. Der vierte Punkt ist natürlich, dass dein bindungsängstlicher Partner dich vermisst. Der wird
irgendwann alleine in seiner Höhle wie aufwachen. Dann sind diese ganzen Gefühle aus dem Körper raus und abgebaut. Und dann wird ihm eben auffallen, dass ihm da was fehlt. Dann wird ihm auffallen, was er mit dir hatte. Dann wird ihm auffallen, wie besonders eure Verbindung eigentlich war und vor allem, wie besonders du auch bist. Und weil das zu 95% der Fall ist, kann ich dir jetzt schon sagen, bereite dich gut vor, dieser Moment wird kommen. In diesem Sinne, meine Lieben, wenn du die Zeit gut nutzen willst, wenn du dich gut vorbereiten willst, weil das ist tatsächlich das A und O, da an der Stelle, wo du gerade stehst, dann findest du unten in der Infobox den Link zu meiner Webseite und kannst dich dafür ein kostenloses Kennenlerngespräch bewerben. In dem Gespräch finden wir mal raus, wo du gerade bist und was so die Bereiche wären, wo du dich besser vorbereiten kannst und noch besser aufstellen könntest, damit die Beziehung in der zweiten Runde, die, wie wir heute gelernt haben, zu 95% auf jeden Fall wieder auf dich zukommt, gut aufgestellt bist und diese Beziehung erfolgreich aufbauen kannst. Meine Lieben, ich freue mich sehr auf eure Bewerbung. Ich wünsche euch alles, alles Gute und sage bis dann. Ciao.